Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Nicole und die Look Fantastic Beauty Box hat es nun auch endlich zu mir geschafft. Sie kommt leuchtend gelb daher, mal schauen, ob es genauso leuchtend innen drin weitergeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Look Fantastic Beauty Box hat ihren Ursprung in Großbritannien, kommt monatlich zu euch nach Hause und überrascht euch mit 5 Beauty-Produkten. Ihr bezahlt dafür 15,50 Euro bis 20 Euro pro Monat, je nachdem für welche Abo-Form ihr euch entscheidet und bekommt Produkte im Gesamtwarenwert von um die 50 Euro. Es ist eine Box, die ich, oder es ist eine der Boxen, die ich mit als allererstes abonniert hatte. In den vergangenen Monaten hat sie leider immer wieder stark geschwächelt. Jetzt im letzten Monat war sie ganz gut gewesen. Mal schauen, wie es jetzt hier in diesem Monat sein wird. Schade ist, dass diese Box immer später so bei mir ankommt. Früher war es immer eine der ersten Boxen im Monat, die mich so erreichten und jetzt muss ich da gefühlt Ewigkeiten drauf warten und irgendwie auch teilweise habe ich das Gefühl, länger als manch andere YouTube-Kolleginnen zum Beispiel. Aber das soll mich nicht stören. Ich bin jetzt hier einmal bei dieser Box und möchte sie genießen, wenn ich sie jetzt auspacke und ich hoffe ihr auch. Wir machen sie auf. Die Look Fantastic Beauty Box hat immer eine andere Farbgestaltung und diesmal kommt sie in einem schönen, sommerlichen, fröhlichen Gelb daher. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Ansonsten ist hier nichts weiter groß mit drauf, nur das Logo Look Fantastic Beauty Box steht da. Ansonsten nichts weiter. Wir nehmen den Deckel einmal ab. Und das Besondere ist, dass im Deckel immer ein kleiner Spruch drin steht. Den kann man manchmal schlecht lesen, je nachdem, wie die Farbe im Hintergrund ist. Mal schauen. Sunshine is the most precious gold on earth, schreiben sie hier. Also passend zu dem Gelb der Box geht es um die Sonne und das ist das, precious, weiß ich jetzt nicht genau zu übersetzen, aber im Prinzip das wichtigste Gold auf der Erde, so ungefähr vielleicht. Ihr könnt mich ja gerne aufklären, wenn ihr mögt. Dann haben wir jetzt hier einmal das Magazin für diesen Monat. Da haben wir eben auch das Thema nochmal draufstehen. Let the sun shine. Also lasst die Sonne scheinen. Und ja, da haben wir eine hübsche Lady drauf, die schön gebräunt ist, einen schönen Glow auch im Gesicht hat und sehr natürlich sonst so ausschaut. Ich glaube, sie hat auch nur ein bisschen Mascara und so drauf. Also wirklich sehr hübsch irgendwie die Lady. Dann haben wir hier auch immer die Produkte mit abgebildet. Hier ist auch eine kleine Einleitung geschrieben, aber auf Englisch. Darum lese ich sie einmal nicht vor. Und ich glaube, ja, vielleicht blättern wir hier am Ende auch nochmal durch, falls es irgendwelche Produktalternativen gibt. Jetzt haben wir hier einmal die Box und das ist nochmal alles so eingeschlagen in so Seidenpapier. Das werde ich mal öffnen. Und ja, da sehe ich ein paar sehr bekannte Sachen, die ich auch schon verwendet habe. Und ein sehr interessantes Produkt sehe ich da auch. Mal schauen. Also das, was wir auch gerade tatsächlich bei uns immer griffbereit stehen haben, ist einmal dieses Produkt hier von Mind10 Body Skin. Haben wir hier ein Replenishing Repeat Recovery After Sun Gel, angereichert mit schützender Aloe Vera und Niacinamiden. Also es ist ein After Sun Produkt, was man sich speziell nach dem Sonnenbaden auftragen kann mit Aloe Vera. Das tut wirklich sehr gut. Es hat so eine schöne gelige Konsistenz, die sich schnell und einfach verteilen lässt, die super schnell einzieht, sofort einen kühlenden Effekt gibt. Also das Produkt als solches finde ich richtig toll. Ich habe es halt auch schon da. Ja, mal gucken, ob ich das jetzt dann auch in meinem Backup tue und dann anschließend verwende. Ich habe noch so ein paar andere After Sun Geschichten da. Niacinamide finde ich auch ganz spannend, so als Inhaltsstoff. Finde ich ganz gut. Also ein schönes Produkt, kenne ich halt auch schon. Genauso wie das nächste, meine ich. Mio haben wir hier als Marke. Mio ist so eine Marke, die mag ich nicht ganz so gerne. Also das, was ich bisher ausprobiert habe, war jetzt nicht ganz so mein Ding. Hier haben wir jetzt eine Future Proof Body Butter. Also ja, eine zukunftsgeprüfte Körperbutter oder so. Intense Mega Moisturizer. 30 ml Produkt haben wir hier drin. Also das wird eine Reisegröße oder Probegröße sein. Da ich generell Body Butters liebe, werde ich die hier gerne mal im Vergleich testen und ausprobieren. Sie soll ja Intense Mega Moisture steht hier, also sehr intensiv. Feuchtigkeit spenden. Ich denke, ich werde sie mir darum vielleicht auch aufheben, wenn es dann wieder etwas kühler wird. Ich hoffe, sie riecht angenehm, denn ich habe die Erfahrung bei der Marke, dass oftmals die Produkte vom Geruch her nicht so meinem Geschmack entsprechen. Mal schauen, werde ich testen und ausprobieren.
Das nächste Produkt kenne ich, habe ich auch schon verwendet und ich fand die Maske gut, soweit ich mich erinnern kann. Pink Clay Sheet Mask von Beauty Pro haben wir hier mit Kalaminen, Vitamin B und Mulberry. Mulberry, glaube ich. Ja, hier haben wir eine Maske, die eben auch Schlamm enthält und ja eine Anti-Aging-Formulierung hat. Es ist so eine zweigeteilte Maske, was ich immer ganz gut finde, weil die sich dann einfach besonders gut dem Gesicht auch anpassen. Sie ist tierversuchsfrei und hat wohl einen britischen Award gewonnen und die werde ich dann auch gerne mit in mein Backup tun. Dann haben wir hier ein festes Produkt und zwar von Formi. Von Formi hatte ich auch schon so einiges. Ich hatte auch mal Haarpflege, Körperpflege, Gesichtspflege, aber ich glaube, das hier in dieser Richtung hatte ich noch nicht. Wir haben hier ein Shower Body Balm, also ein Duschgel mit Papaya, das ist toll, und Oatmilk. Oatmilk ist, glaube ich, Ziegenmilch. Und das Ganze soll nährend wirken. Diese Duschseife hat eine sehr interessante Optik. Ich habe sie mir rausgeholt, denn sie hat hier so einzelne Noppen dran. Ich stelle mir das richtig cool vor, so unter der Dusche, das dann so über den Körper gleiten zu lassen. Dann hat man da quasi noch einen schönen massierenden Effekt mit dabei. Generell finde ich es auch bei Formi immer gut, dass hier diese Bänder dabei sind. Dann kann man sich das in der Dusche zum Trocknen irgendwo gut aufhängen und es liegt nicht irgendwo rum und sifft irgendeine Schale oder so voll. Es riecht schon gut auch nach Papaya. Also ich finde, die kommt richtig gut raus und das nimmt man gut wahr. Mal schauen, wie es dann unter der Dusche sein wird. Ich werde mir das erstmal in mein Backup legen. Ich finde, es ist ein sehr schönes Produkt. Das gefällt mir. Jetzt haben wir hier als nächstes einen Tiegel und das Produkt hier drin hat so eine ja leicht mintgrüne Farbe. Das sieht sehr spannend aus mit so Sprenkeln drin. Wir haben hier ein Scalp Scrub, okay, also ein Kopfhautpeeling und das Ganze soll halt peelen und außerdem Anti-Dandruff Treatment, ich weiß jetzt nicht, was Dandruff heißt, Clears and Soothes Dry Flaky Scalps, also es soll gegen Schuppen helfen. Ja, 97% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, man verwendet es vor dem Shampoonieren, also erst macht man dieses Peeling und anschließend shampooniert man sich die Haare, kann man einmal die Woche verwenden, ist geeignet für alle Hauttypen, vegan und tierversuchsfrei. 200 Milliliter haben wir hier drin und ich glaube, dieses Produkt werde ich nicht behalten und weitergeben. Ich habe einfach schlechte Erfahrungen mit so ja, Kopfhautpeelings gemacht. Es lässt sich manchmal echt schwer wieder rauswaschen und ich habe auch keine Schuppen. Von daher habe ich da einfach keine Verwendung für. Hier ist eine Ananas mit abgebildet. Vielleicht duftet es richtig gut nach Ananas. Allein deswegen wäre es vielleicht schon wert, das auch auszuprobieren, weil ich gerne den Duft riechen möchte. Aber ich glaube, es ist einfach nicht für meine Bedürfnisse geeignet und darum wird das weiter wandern. Das letzte Produkt jetzt hier ist in einer ganz kleinen Dose und der Deckel war gerade ein bisschen offen. Ich hoffe, da ist nicht zu viel raus, weil es auch so ein klein wenig eingestaubt ist hier. Wir haben hier eine sehr hochpreisige Marke drin und das kommt aus dem dekorativen Bereich und zwar von der Marke By Terry haben wir hier ein Puder und es ist das Colorless Puder Hydra Care Setting Powder, also ein feuchtigkeitsspendendes Setting Puder. Das finde ich total spannend und interessant. Ich versuche nämlich gerade auch so ein bisschen drauf zu achten, welche Puder ich zum Beispiel speziell auch zum Setten von Concealer verwende. Ich werde in diesem Jahr 40 Jahre alt und ich habe demzufolge auch schon entsprechende Fältchen, gerade hier in der unteren Augenpartie und kann da einfach nicht mehr jeden Concealer und jedes Puder verwenden, weil es einfach die Fältchen noch mehr betonen würde. Und so feuchtigkeitsspendende Puder, ich habe gerade eines von Love in Verwendung, was auch so einen Nasseffekt hat, finde ich da schon echt cool und testenswert. Und darum möchte ich das auch unbedingt mal ausprobieren hier. Ich werde es mal mit einem Schminki nehmen. Mal gucken, wie sich das da so macht. 4 Gramm Produkt haben wir hier drin. Und ich hoffe, es ist nicht zu stark beduftet. Also ich habe die Erfahrung bei Terry Produkten gemacht, dass die doch sehr oft stark beduftet sind. Meistens nach Rose duften. Mal gucken, wie das jetzt hier bei diesen sein wird. Das werden wir austesten. Zusammenfassend würde ich sagen, diese Box war okay. Es war letztendlich
letztendlich nur ein Produkt dabei, was nicht für meine Bedürfnisse passt, weil ich keine Schuppen habe. An sich finde ich das Produkt aber sehr spannend, nämlich dieses Kopfhautpeeling hier. Ich finde, es sieht von der Farbe super interessant aus, aber ich werde das weitergeben. Dann hatten wir hier dieses Puder. Das ist mein Highlight, glaube ich, aus dieser Box, weil es eben feuchtigkeitsspendende Eigenschaften haben soll. Und das passt einfach wiederum sehr gut für mich. Dann finde ich auch sehr passend jetzt für so eine Sommerbox eben dieses After Sun Produkt hier, weil es wirklich auch gut ist und so einen schönen Frische- und Kältekick gibt nach dem Sonnenbaden. Also das ist ein sehr gutes Produkt. Wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, ist das Produkt hier von Mio, aber einfach nur, weil ich mit der Marke nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Dieses Produkt hier, diese Body Butter, hatte ich aber noch nicht. Ich werde sie austesten und mal schauen, wie mir die gefallen wird. Das Produkt hier finde ich okay. Ich habe einiges an so festen Duschbars mittlerweile da. Hier finde ich das Besondere den Duft, nämlich Papaya, was ich total toll finde. Und auch diese Noppen mit dran, was einen tollen massierenden Effekt geben wird. Und darum finde ich das Produkt gut. Und eine Maske geht natürlich immer. Also gegen Masken habe ich gar nichts zu sagen. Verwende ich super gerne und regelmäßig. Und darum finde ich die Box insgesamt gut. Und werde euch auch einmal einen Gesamtwert dazu einblenden. Mal schauen, wie es ausschauen wird. Gerade auch wegen dem Byteri-Produkt könnte ich mir vorstellen, dass der Gesamtwert doch echt insgesamt gut ist, also hoch ist. Dann darf ich mich auch schon ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Schreibt mir auch einen lieben Kommentar, wenn ihr mögt. Dann tauschen wir uns gerne noch über die Produkte aus. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.